So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rahms ist der Dicke, beziehungsweise eine neue Folge Rahms ist Kitchen. Wir haben heute was vorbereitet. Wir haben hier die Samyang-Soßen stehen und gleichzeitig habe ich hier zwei Hotdogs. Die wollen wir heute mal probieren. Ich wusste nicht, mit was ich das sonst probieren soll, deswegen habe ich mir jetzt einfach zwei Hotdogs reingehauen. Zusätzlich habe ich aber auch noch einen Löffel, weil wir möchten die auch pur probieren. Ich habe jetzt in einem Paket mal diese zwei bekommen. Das ist die ganz normale schwarze. Das müsste also die sein, die normal scharf ist, aber schon scharf genug. Und das müsste dann wohl die Too Spicy Soße sein, direkt in der Flasche zum Essen. Jetzt habe ich vom Lachinio nochmal genau diese beiden Soßen gekriegt, weil die eine schwarze aber über die Zeit war, hat der Händler nochmal Ersatz geschickt und ich habe eine dritte Soße davon. Irgendwie ist auch ein Unterschied zu sehen. Wenn ihr nämlich mal hier hinten guckt, bei denen, die noch haltbar sind, ist alles weiß. Bei der einen, die jetzt über die Zeit ist, ist unten das alles rot geschrieben. Gleichzeitig ist bei der hier an der Seite auch noch so eine Chili abgebildet, wo 4000 SHU steht. Und dieses Symbol fehlt bei den neuen, da sind nur noch die anderen Symbole drauf. Wir wollen das jetzt also mal probieren. Ich halte das jetzt einfach mal so hier hoch fürs Thumbnail. Die Samyang Chili Soßen oder Samyang, was auch immer, keine Ahnung. Ich muss jetzt mal gucken, die am ältesten ist, die mache ich natürlich jetzt auf von den schwarzen. Und hier haben wir 8,22 und 3,22, haben also diese beiden. Wir werden jetzt das, glaube ich, erstmal auf dem Hotdog probieren. Das heißt, ich mache die hier mal auf, die schwarze. Werden wir da ein bisschen was auf den Hotdog machen. Werde das probieren. Und dann, weiß ich, ist es schlauer, wenn man dann einen ganzen Löffel probiert oder erst die andere auf dem anderen Hotdog probiert. Und dann einen ganzen Löffel davon und dann davon. Das vermischt sich alles querbeet, da blickt eh keiner mehr durch. Schüttelt jetzt auf jeden Fall. Haben hier diese heftige Soße, wo ich hoffe, dass sie heftig ist und dass sie auf jeden Fall dann so schmeckt, wie man es jetzt... da ist ja noch... guck hier, der Schutz, ne? Der Schutz muss auch noch ab. Der Schutz ist wichtig. Der Schütze. Ja, das riecht wie wenn du die Samyang-Soße an der Hand hast. Also das scheint sehr kräftig zu sein. Ob ich da einen ganzen Level überlebe, weiß ich nicht. Wir nehmen uns jetzt auf jeden Fall einen Hotdog, machen hier mal sanft so ein bisschen von der Soße drüber, ja? Reicht das als sanft, wenn da jetzt so viel Soße drauf ist? Ich hoffe doch. Gleichzeitig machen wir die mal auf, weil die Hotdogs sind noch sehr heiß. Da verbrühe ich mir eh gleich den Mund. Also machen wir die rote auch mal auf, schon. Das ist aber, die ist auf jeden Fall tief schwarz und sieht aber einigermaßen noch flüssig aus. Habe ich sonst immer fester in Erinnerung. Das ist bestimmt auch hier nochmal zu. Genau, die ist auch nochmal zu. Die machen wir auch hier auf. Gucken mal da rein. So. Komischerweise, die riecht nicht so streng, also nicht so stark. Da kann ich riechen, ohne gleich zu husten. Aber damit das nicht durcheinander kommt, machen wir die noch nicht auf den Hotdog. Sonst heißt das ja Schiebung, der hat dann eine ganz andere. Wir nehmen uns also jetzt erstmal diesen ersten Hotdog, werden den jetzt mal so probieren. Oha. Heftige Sauerei am Start auf jeden Fall. Du kannst damit Wände rot streichen, weil die immer so extrem abfärbt. Dann ist einfach alles rot und sieht richtig hässlich aus. Also ich merke, dass der Hotdog heiß ist. Aber so richtig, wir müssen noch mal mehr probieren, glaube ich. Bestimmt eine Käseschuld auf dem Hotdog. Alles klebt. Jetzt ist die Hälfte noch auf dem Kühlschrank hier gelandet. Es gibt auf jeden Fall eine mega Sauerei. Und das eben, das war auch nicht
durch die Schärfe. Ich glaube, das war einfach nur, weil es heiß ist. Und immer noch heiß. Und noch heißer. Ich hätte die nicht so lange machen sollen. Wir essen mal das letzte Stück weg. Ist einfach heiß. Der Hotdog ist heiß, 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 heißer. Ich glaube, weil ich von der Soße gar nicht so viel gemerkt habe, machen wir das jetzt doch gleich mal so, bevor wir zu der anderen Soße kommen und hauen uns hier mal einen Löffel drauf. Das ist jetzt ein richtiger Esslöffel. Einfach mal ein Esslöffel Samyang-Soße von der schwarzen zum so probieren. Sieht aus wie Hustensaft. Da kommt auf jeden Fall die Samyang-Note durch. Also ihr habt wirklich original diesen Nudelgeschmack mit der Soße dabei, wie wenn ihr eine schwarze isst. Ich merke auch jetzt trotzdem, wie die Schärfe sich ausbreitet. Das kommt auf jeden Fall gut. Das heißt, wenn ich jetzt mir mal Nudeln wiederhole vom Chinamann, habe ich sonst immer diese Flying Goose genommen, kann ich jetzt also die drauf machen, dass ich diesen Samyang-Geschmack habe, auch in der ganz normalen, oder an der Spaghetti, wenn ihr Spaghetti macht oder irgendwas, kommt das bestimmt auch gut. Wir haben aber jetzt noch die rote Soße da. Der Hotdog ist immer noch heiß, das heißt, ich verbrenne mich gleich nochmal. Wir machen jetzt mal hier die rote Soße drauf. Oh mein Gott, die ist ja noch flüssiger. Und läuft schon wieder alles runter und alles in die Hand. Ah! Und hinten auch noch, überall tropft es an allen Ecken. Wir beißen jetzt mal da rein. Okay, es war wieder heiß. Ich habe Angst, dass die Kamera sich gleich abschaltet. Der Akku ist nämlich komplett leer. Schon wieder. Und mir kommen die erste aber fast sogar schärfer vor jetzt als die zweite. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich jetzt schon so abgehärtet bin und nichts mehr merke, sodass die zweite gar nicht mehr anschlagen kann. Mhm. Das Video wird gesperrt ab 18. Und so viel Gewaltdarstellung. Da werden wir uns auch auf jeden Fall jetzt noch einmal auf den Löffel machen. Mm. Und so, einmal hier. Ihr seht, ist viel flüssiger. Die andere ist auch so richtig dunkelschwarz. Die wirkt eher so rot. Weinrot irgendwie. Rote Flasche, rote Soße. Ein Löffel noch von der. Schmeckt irgendwie total süßlich im ersten Moment. Dann breitet sich's wieder aus. Aber ist okay, ist angenehm, kann man essen. Auf jeden Fall. Was für eine Sauerei. Schmecken richtig gut. Ich glaube, weil ich jetzt drei schwarze habe und nur zwei rote, werde ich vielleicht eine schwarze mal mitnehmen.
Oder wenn ich den Hannes besuche, vielleicht ihm mal eine zum Testen da lassen oder irgendwas. Oder ich hau mir alle drei. Ich werde die nicht so schnell verbrauchen können, glaube ich. Die sind jetzt alle nicht mehr so lange haltbar, deswegen. Ja, August 22. Ich fand's gut, mir hat's geschmeckt. Auch wenn ich jetzt Erbseneintopf oder sowas hab, da mache ich ja meistens auch diese Chili-Soße von Flying Goose dran. Jetzt weiß ich, ich kann auch sowas da dran machen, um das zu würzen, um das zu verschärfen, um das zu verfeinern. Ansonsten muss man das halt ausprobieren, mal mit anderen Nudeln, mit irgendwelchen Sachen. Aber ist auf jeden Fall besser als die anderen Sachen, die so durchsichtig sind und wo einfach nur irgendwelche Extrakte drin sind und das einfach nur so brennt und du gar keinen Geschmack hast. Hier hast du wenigstens einen Geschmack an der Soße selber. Und das feiere ich so. Also, die Bulldog. Die Bulldog Hot Chicken Flavor Soßen von Samyang. Extremely spicy und normal. Kann ich auf jeden Fall empfehlen für alle Leute, die gerne scharfes essen. Ich habe es mir jetzt insgesamt schärfer vorgestellt, aber so kann man die wenigstens essen, ohne jedes Mal zu sterben, sag ich mal. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.